Conny, für dich ist es das erste Mal Korea, beziehungsweise auch das erste Kennenlernen mit der Strecke drüben hat ja schon stattgefunden. Gib uns deine ersten Eindrücke, wie war's? Ja, letztes Jahr habe ich leider nicht dabei sein dürfen, aber jetzt gefreut es mich umso mehr, dass ich da bin und wir waren jetzt da eben bei der Einfahrpiste schon Super-Ski trainieren, also der Schnee ist auch weiß. Das hat sich bei uns daheim nichts geändert, aber es ist einfach anders, aber das haben wir einfach schon gewusst und darum war es gestern richtig gut, dass wir Super-Ski trainieren haben können, auch obwohl es windig war, dass wir die ersten Einstellungen schon finden und dass wir da richtig gewappnet sind nachher für den Super-Ski. Ganz allgemein Korea, wie taugt dir das auch, dieses olympische Flair, dieses Feeling? Ja, also ich habe mit Korea hab ich eigentlich überhaupt noch nie was zum Nachhinein gehabt und es war sehr spannend, komplett eine andere Kultur und die Leute sind brutal nett und sehr bemüht. Also das merkst richtig, dass sie sich einhauen und das wollen. Im Vergleich zu Conny warst du letztes Jahr ja schon hier, der 8. Platz im Super-G für dich. Wenn ich mich richtig erinnere, ist deine Erinnerung an die Strecke und an diesen 8. Platz trotzdem mittelprächtig. Warum eigentlich? Ja, im Super-G ist eh ganz gut gelaufen und der Assa hat vor ein paar Tagen zu mir gesagt, du, jetzt habe ich mir das angeschaut. So, ich gehe da rechts, schon habe ich es verbremst, die 5 Zehntel und 4 war ich hinten als 8. Sogar so gut kannst du dich erinnern, sage ich ja, weil da habe ich mich mal richtig ärgern müssen im Ziel. Es ist da aber so, du kannst da einfach keine Fehler erlauben. Jeden Schwung auf Zug, egal ob du 2 Meter daneben stehst oder nicht, das ist sicher sehr wichtig da oben und was ich sehr schwierig gefunden habe letztes Jahr, es war wirklich jeden Tag auch andere Schneebedingungen. Das heißt, wir haben ein Training gehabt, da war es eher grisig und ist weggegangen, dann haben wir ein Training gehabt, wo es eher rutschig war, dann haben wir wieder eins gehabt, wo es aggressiv war halt beim Rennen dann. Also das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, dass du wirklich die richtige Materialabstimmung findest und ich bin da ja sehr, sehr empfindlich und ein bisschen ein I-Tüpfelreiter, wenn da Kleinigkeiten nicht passen, geht das gleich mal nach hinten los. Deswegen, bevor sie mich sehr viel mit dem und ich hoffe, dass doch noch irgendwie das Hangfahren zustande kommt am Freitag, dass man das noch irgendwie hinbringt und wenn nicht, dann ja, mal schauen. Tami, du bist recht spät auf den Olympiazug aufgesprungen, aber lass uns bitte an deiner Gefühlswelt ein bisschen teilhaben, wie du das erfahren hast, das Telefonat, wie man da gesagt hat, Tami, du fährst mit nach Korea. Ja, genau. Also der Super-G war ja da in Cantina und nachher habe ich mir gedacht, okay, jetzt warten wir wieder mal. Und das ist mir ganz gut gelungen, der Lauf. Ich habe wieder einen kleinen Fehler gemacht, ich war aber schnell unterwegs. Und dann bin ich heimgefahren und habe einmal gewartet. Ja, nachher hat mich der Jürgen angerufen am Montag und hat gesagt, ja, Tami, weißt du, müssen wir noch schauen. Und aber ich habe mir gedacht, okay, dann schauen wir halt noch. Und er möchte sich gerne die Rennen noch von den Techniker anschauen. Aber das ist natürlich auch verständlich gewesen, weil die haben auch noch eine Chance gehabt. Und Podestplatz war bei mir eben keiner dabei. War ich selber schuld, dass ich es mir nicht gleich fix gemacht habe. Ja, und dann irgendwann einmal, dann habe ich die Conny einmal angerufen. Sie hat gesagt, Tami, jetzt weißt du schon was, bist du jetzt dabei? Sag ich, ich weiß es nicht, jetzt warte halt einmal. Und auf einmal ruft mich der Roli der Assing an, also unser Speedchef. Und sagt er, ja Tami, pack deine Sachen, du bist dabei. Und ich als emotionaler Mensch natürlich, bin eh schon wieder zum Plan gekommen, vor lauter Freude, ja. Und dann habe ich gleich wieder die Conny angerufen und dann habe ich gesagt, ja, ich bin dabei. Und sie, was hast du denn, warum hast du denn so eine komische Stimme, musst blären? Und ich, ja, ein bisschen schon. Nein, aber jedenfalls, ich habe mich dann wirklich freuen können drüber und ja, jetzt bin ich da und jetzt will ich einfach meine Leistung abrufen und sagen, was ich kann.